Da sind wir. Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Jetzt haben wir Donnerstag, vorletzter Handelstag der Woche. Gab ordentlich Bewegung die Tage. Gestern schön im Öl. Vorgestern wurde hier unser Short-Setup im Euro-US-Dollar getriggert. Also läuft alles echt total rund. Und gestern habe ich eine schöne Überraschung bekommen. Hier irgendwas für die Ewigkeit. Die besten Trader Deutschlands. Cooles Buch. Schöne Interviews drinnen. Über die besten Trader und ich ha, habe die Ehre, ein Teil davon zu sein. Also ist echt megamäßig cool, ähm, was an den Märkten so passiert, was die Märkte einem geben können. Und da sieht man hier, ich handle ja schon seit geraumer Zeit auch an den Märkten, was da alles so zurückkommt. Das ist echt klasse. Ich freue mich drüber und auch an der Stelle, ähm, ja, das Feedback kommt ja auch immer von Ihnen, liebe Zuschauer, hier auch über diese Kanäle wieder drüber. Und das ist echt etwas, was mich sehr, sehr freut. Das gibt mir unheimlich viel zurück. Viele fragen mich: Mensch, wieso macht denn der Mike das hier jeden Morgen äh, so zeitig aufzustehen, wenn es an der Börse läuft? Es macht mir einfach Spaß. Es ist einfach schön, in Kontakt zu traden. Und ja, euch, Ihnen hier an dieser Stelle, ähm, ein paar meiner Gedanken zu zeigen und zum besseren Trading zu verhelfen. Das spornt mich an, das macht mir Spaß ähm, und deswegen mache ich das. Also, wir legen los. Wir sehen es im Hintergrund schon. Euro, US-Dollar reagiert kräftig auf die Zinsspekulation. Zu diesem ganzen Thema Zinsspekulation werde ich morgen noch mal kurz was erzählen. Morgen haben wir ja auch das Thema Öl mit auf der Uhr. Äh, mal im, im, im Big Picture für das langfristige Geschehen. Das ist mega interessant. Ähm, wenn man die Zusammenhänge einmal versteht, äh, das ist sehr, sehr wichtig in so einen Sachen, um auch mal so einzuschätzen, was, Gerade an den Märkten passiert, was gespielt wird. So ein bisschen Background-Wissen. Das kam gestern übrigens auch im Interview. Ich wurde gestern interviewt ähm, von, äh, von äh, Bernecker. Das heißt, äh, hier bei Finanzen äh, oder im Finanzdienstleistungssektor ist der Herr Bernecker ja bekannt. Der Andreas hat ja auch schon hier bei uns auf Tickmill den ein oder anderen Beitrag geschrieben. Und der hat mich interviewt und der fragte äh, mich entsprechend auch so, äh, worum es mir im Trading geht. Ich komme ja aus der Bank, was hat denn die Bank mit dem Trading zu tun? Und ich sage, es ist halt einfach die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu erkennen die sind halt auch heutzutage wichtig. Es geht nicht nur darum, einen Chart zu analysieren, sondern auch gewisse äh, Dinge miteinander zu verknüpfen, intelligent zu verknüpfen und dann das zu traden, was der Markt macht. Und deswegen reden wir morgen einfach mal so ein bisschen übers Öl, so wie wir im letzten Jahr so ein bisschen über die Long-Ausrichtung im Euro gesprochen haben und da konnten wir ja auch einiges auf der Oberseite mitnehmen. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Gucken wir uns gleich an hier zunächst, dann noch der Risikohinweis bei den Währungen habe ich heute übrigens Yen und Neuseeland-Dollar, US-Dollar auch noch mitgebracht. Auch hier sehr, sehr interessante ähm, Verortungen an dieser Stelle. Ich sehe auch, hier kommen Glückwünsche rein. Wunderbar. Ähm, ich freue mich sehr, sehr gern. Äh, das äh, war so nicht zu erwarten mit dem Buch. Hier wird auch noch gefragt: Kann ich es nochmal hochhalten? Ich habe es nicht gesehen. Hier, da ist es. Da ist der Seide drinne, kann man kaufen. Ähm, wer es haben will, einfach mal auf mich zukommen. Ich glaube, bei mir gibt es das Buch äh, möglicherweise ähm, ein bisschen anders. Aber äh, warten wir es ab. Vorbestellungen sind auf alle Fälle drin. Wie schon gesagt, wer mag gerne hier entsprechend auf mich zukommen, ich schicke das nachher auch nochmal über Facebook rüber. Los geht's hier mit dem Tag von heute. Der Risikohinweis darf nicht fehlen. Ich bitte ihn Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier geschrieben steht. Unter anderem der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Haben wir besprochen. Dann kommen wir zu den Nachrichten. Heute 13.30 Uhr. EZB-Sitzungsprotokoll. 14 Uhr gibt es eine kleine Rede von einem FOMC-Mitglied. 14:30 Uhr dann die Baugenehmigung, die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe und dann noch den Fed herstellungsindex Und dann um 17 Uhr, zeitlich immer mal so ein bisschen verschoben. Und heute auch am Donnerstag, weil wir Montag, Feiertag in den USA hatten, die rohe Lagerbestände. Das ist das für heute. Und der ein oder andere wird sich jetzt fragen: Moment mal wir kriegen hier ein Sitzungsprotokoll von der EZB, aber keine PK. Was soll denn das bedeuten? Überlegt mal, gestern hatten wir ein Protokoll von der Fed. Und was kam bei raus? Die Fed sieht die Zukunft relativ positiv für die Konjunkturentwicklung. Das sind so die Dinge zwischen den Zeilen, die dort gelesen werden und das wirkt ein bisschen auf die Märkte. Wie schon gesagt, mittlerweile auch auf die Zinsen. Da muss man ein bisschen aufpassen, was der Markt hier wie spielt. Man merkte auch gestern schon so ein bisschen die Unruhe. Die Indizes kommen jetzt auch so ein bisschen zurück. Aber wie schon gesagt, das ist alles noch längst nicht dramatisch. Ja? Ähm, alles ist gut. Jetzt kommt halt aus den Nachrichten das raus, was die Märkte schon so ein bisschen erwartet haben. Ähm, und dann ist das halt einfach, dass ein Seldon-News-Effekt auch einsetzt. Es kommt halt immer drauf an wie stark es hier nach unten geht. Aber wie schon gesagt, die Wirtschaftsdaten sind auf dem steigenden Ast. Die Fed sieht das auch positiv. Also das Licht am Ende des Tunnels, das Thema Vaccine wird immer wichtiger. Man merkt die Durchimpfung kommt Stück für Stück voran, auch wenn immer wieder massive ähm, Corona-Zahlen, ähm, ja, sage ich mal, durch die Medien geistern. Das Thema ist halt noch lange nicht vom Tisch und das wird uns wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Ähm, jetzt wird ja die ganze äh, Sau durchs Dorf geritten äh, mit einer Wirksamkeit von Impfstoff, ja oder nein, Nebenwirkung und, und, und. Das ist aber alles für die Märkte ähm, momentan zumindest ein ähm, bisschen geplänkel. Man guckt da auf ganz andere Richtlinien und das merken wir dann entsprechend auch. Also, das hier ähm, zu dem, was wir heute erwarten können und was gestern entsprechend auch kam. Das in dieser Seite gehen wir jetzt weiter und zwar mit den Währungen. Übrigens, wie immer, meine Einladung: bitte wer einen Wunschmarkt hat, rein. Den ersten haben wir schon bekommen: US-Dollar, japanisches Yen. Der läuft natürlich direkt mit gleich über den Ticker hier an dieser Stelle. Ich mache zunächst mal noch die Bilder groß, dass die auch jeder schön sehen kann und das passt ganz gut. Da ich sehe gerade in Zoom auch da werden immer mehr Live-Zuschauer. Das wächst Stück für Stück. Da freue ich mich. Ich kann an dieser Stelle einfach auch nur noch mal drum bitten, bevor wir hier die Währung angehen: Wer sieht, dass das, was wir hier morgens bei Tickmill miteinander besprechen, Wem das hilft, wer Freunde hat, wer Bekannte hat, das Ganze auch mit für das eigene Portfolio zu nutzen, empfehlen Sie das Ganze einfach weiter, es kostet nichts. In keinster Art und Weise. Es bringt sehr viel. Das bekomme ich aus den Rückmeldungen. Es gibt immer wieder Trader, die sagen mir: Mensch, Mike, durch das, was du mir heute Morgen erzählt hast, habe ich den und den Profit gemacht. Das ist halt genial. Und wer sagt, Mensch, das wäre auch was für meinen Kumpel, für meine Freundin? Die Damen sind ja auch immer mehr hier an dieser Stelle. Da freue ich mich auch drüber. Einfach mal eine kleine Weiterempfehlung. Es kostet nichts. Ein bisschen Zeit. Die sollte sich jeder nehmen. Und dann geht das Ganze. Und Dann kann man auch gerne mal bei Tickmill vorbeischauen, den Broker mal anschauen. Geniale Konditionen, sehr kompetitiv. So, das Thema zum Trading. Man braucht ja halt gute Partner. Und damit schauen wir mal auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Ich habe jetzt hier äh, im äh, Euro-US-Dollar den, äh, den, den, den Tageschart mal angemacht. So, und beim Euro-US-Dollar hatten wir ja die Situation, dass wir unten schön äh, in die Bewegung reingelaufen sind, unten aufgesetzt auf die 1,19,52 war das Tiefe und dann Zack, 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 ging es hoch. Volle Kanne rein in die Korrektur. Und das ist jetzt ein Punkt, ähm, da gibt es zu Recht den ein oder anderen Trader, der hier ein bisschen verwirrt ist, was nun los ist. Weil das war ja nun schon mal eine schöne Hausnummer hier, auch sehr dynamische Anstiege. Ähm, und wenn man sich das Ganze mal eben kurz noch auf Wochenbasis anschauen möchte, ja, dann sieht man halt auch ganz klar, die Woche. Im Euro-US-Dollar, die ist ganz klar, die ist ganz klar aufwärts gerichtet. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ich zeige das mal ganz kurz eben hier an dieser Stelle. Das ist der große Aufwärtstrend, den wir in der Woche haben. Der ist da, hier. Da unten ging es los. Erstes höheres Tief und dann Zack, 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 Zack. So, läuft. Das hier ist der Bewegungsarm, das hier der Korrekturarm. Wir sind hier in eine ordentliche Korrektur des vergangenen Schubs reingegangen und haben hier auch in einem interessanten Level gedreht, nämlich hier dieses Ausbruchslevel. Ich mache das mal grob bis, also sagen wir mal, zwischen 1, 19, äh, 50, 40, bis, bis 20, diese ganze Schwungbereiche. Da haben wir eine ordentliche Gegenreaktion bekommen, wo der Markt angestiegen ist. Und wir Wer sich jetzt an dieser Stelle dieses ganz, ganz große Bild anschaut, der hat auch schon recht. Wir haben hier momentan eine ganz klassische Korrektur dieses letzten Bewegungsarmes. Der hat auch noch Zeit, der hat noch Luft. Er könnte korrigieren bis 1, ja, unter, unter 16, ja. Da wäre dieser große Trend immer noch absolut intakt. Die Frage, die sich hier an dieser Stelle nur stellt, ist folgende. Ähm, ist es wirklich schon Zeit, Jetzt die Long-Seite wieder einzunehmen oder sollte man noch etwas abwarten? Wenn man mich fragt, ich persönlich warte noch ab. Ich persönlich reite momentan die Abwärtswelle in meinem eigenen Portfolio warum weil wir immer noch im Abwärtstrend sind und dieser Abwärtstrend hat deutlich Potenzial noch zur Unterseite. Für mich ist dieser Markt erst dann wieder long, wenn wir aus aktueller Sicht bitte schön gesehen, ja, das ist immer jetzt die aktuelle Sicht, wenn wir hier oben über dieses letzte Zwischenhoch um die 12190 drüber gehen. Dann heißt das für mich im längeren Kontext jetzt bin ich wieder Long, aber das ist ein Swing Trade an dieser Stelle, ja, also bitte nicht äh, zu verwechseln mit den kurzfristigen Intraday Trading Möglichkeiten. Da sieht das ganz ganz anders aus und deswegen schauen wir uns das, was wir hier jetzt sehen im längerfristigen Kontext einfach mal ganz kurz an an dieser Stelle im Tageschart. Da gehen wir mal eben rein und im Tageschart sehen wir halt die aktuelle Verordnung in einem Abwärtstrend. Das heißt alles, was abwärts gerichtet ist geht in Richtung des übergeordneten Trends, alles was aufwärts gerichtet ist, geht erstmal dagegen. Und wir sind jetzt hier in einer Situation, äh, wo wir sehen ganz klar, wir müssen hier oben drüber über die 1216970, damit wir oben weiter rauskommen und das nächste Level um die 121 knapp 90 anlaufen können. Da kommen wir nicht drum rum und das gibt dann durchaus Chancen auch kurzfristig zur Oberseite rein. Wir müssen allerdings auch die Unterseite mit betrachten, denn schaut euch an, Fallen wir hier unten drunter unter das Tagestief von gestern. Das ist die Marke von 1,20. Was war es nur? 1,2023, habe ich sogar mal getroffen. Ähm, dann sieht es eher so aus, als wenn wir erst einmal Richtung Trendfortsetzungslevel unten oder Zwischentief bei 1,1952 laufen. Das heißt, wir haben jetzt einen hochinteressanten Drehbereich mal wieder. ja, also Das ist ja das Schöne, ähm, was wir hier an dieser Stelle immer sehr, sehr schön sehen können. Das Thema ist hier auf der Uhr. Und wenn wir mal sehen, wo der Markt hier gestern rumgedreht hat, hier, nämlich in dieser Stelle, das sehen wir gleich, wenn wir in den Vier-Stunden-Chart kommen, das war ein sehr, sehr interessantes Level. Das heißt, hier kann es ohne weiteres zur Entladung nach oben kommen. Und wenn wir dann hier oben über dieses Vortages hochgehen, also das ist das Hoch vom, äh, vom Dienstag, dann haben wir einen Aufwärtstrend und dann spielt plötzlich der Markt wieder die ganz andere Richtung und das ist der Charme von diesen Wechselbereichen und wo es hier an dieser Stelle hingehen kann, das schauen wir uns jetzt mal im 4 Stunden Chart an, denn was wir hier im 4 Stunden Chart sehen, ist mal ganz klar, der Markt ist hier raufgetrendet, das war die korrektive Phase zu diesem Abwärtsarm, ganz klar und was wir hier unbedingt konstatieren müssen, dieses Level hier oben, ja? Das ist mal ganz klar ein untergeordnetes Widerstandslevel. Und das heißt, der Markt hätte deutlich hier drüber schließen müssen, damit wir dieses Hoch rausnehmen. Wir haben es technisch rausgenommen, ganz klar, aber das Level hier oben um die 1,2150 ist einfach zu heiß gewesen. Es gab keine Käufer. Der Markt hat sich nur ausgepowert hier, ist nochmal in das Zwischenhoch oben reingelaufen und dann, zack, ging es erstmal zur Unterseite rein. Die Ausdehnung nach oben hat natürlich Chancen. Erste Mal, wenn sich das Ganze hier tatsächlich deutlich nach oben ausbewegt, hier die 1,2090 grob. Ja, also wir haben das Tief hier unten haben wir gehabt bei, wo war es gewesen, 1,2081. Das ist natürlich der Schwungbereich, der Drehbereich hier irgendwo drinnen. Erstes Anlauflevel, weil das war zunächst Support. Hier hat es auch kurz gehalten und dann ging es nach unten. Geht es dann darüber? müssen wir uns auf diesen Bewegungsarm befassen. Das heißt dann halt, wir müssen hier, ich ziehe mal kurz eine Linie runter hier an dieser Stelle, also diesen Schub nach unten, den müssen wir uns mal ganz kurz im kleineren, im noch kleineren Kontext anschauen, weil das ist so eine Situation, da sehen wir den Trendverlauf nicht. Ne? Hier sehen wir schön den Trend, hier sehen wir nur den Rutsch, aber da gab es auch einen Trend und Trends spielen ja zusammen. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz im 15-Minuten-Chart anschauen wollen, dann sehen wir halt ganz klar das Trendverhalten hier an dieser Stelle. Wir sehen hier den grünen Schwungbereich, den ich eingezeichnet habe. Und was man halt auch schön sehen kann, ist so ein paar interessante Marker in dem 15-Minuten-Verlauf. Das wäre einmal dieser Trend-Entstehungsbereich hier grob um die 1,20,90 bis 1,21 äh, hoch. Dann haben wir hier oben. Den Zwischenhochbereich, als wir hier oben die alten Tiefs rausgenommen haben, das ist die Marke um die 1, 21, 25. Diese Dinge stehen hier definitiv zur Debatte und das sind Anlaufpunkte zur Gegenbewegung. Und selbstverständlich ist das dann auch genau der Punkt, äh, der dann hier interessant wird mit der Beleuchtung oben. Schafft es denn der Markt oben drüber oder nicht? Aber, und jetzt kommen wir zur anderen Seite, deswegen das Aber. Diese dynamische Abwärtsbewegung an sich, die hat ja auch was zu bedeuten. Die hat den Trend gebrochen. Und was wir hier momentan sehen, ist, wir sehen momentan noch keine dynamische Aufwärtsbewegung. Das heißt, hier in diesem Kontext müssen wir mal schauen, was sich so erwartet. Hier könnte es eine Korrektur geben zur Oberseite hin, die irgendwo in einer Art Korrekturkanal stattfindet. Das muss man einfach mal abwarten. Man kann da schön hochschwingen. Fakt ist aber eins. Brechen wir jetzt aus dieser relativ flachen Korrektur schon runter, ist das eher ein Zeichen von Schwäche. Und wenn wir dann um das Vortagestief drunter fallen, unter die 1,20, 23, haben wir hier einen Abwärtstrend auf der 4-Stunden-Basis und das wäre dann der Follow-Through-Day sozusagen, also der Nachfolgetag durch den Verkaufstag von gestern und das wäre die Bestätigung dieser Abwärtssequenz und da können wir uns nach unten hin orientieren. Der erste Anlaufpunkt hier, klar, bei 1.2020, der ist hier nicht relevant, ja, also ich sag mal, selbst wenn hier ähm, Orders kommen, das ist kein Punkt für eine Gewinnmitnahme. Vielleicht für jemanden, der im, im Tick-Chart rumspringt, ja, aber ähm, das ist vom Bruchniveau viel, viel, viel zu früh. Da kommt es immer ein bisschen drauf an, wann wir hier rumdrehen. Aber es ist halt einer der Anlaufpunkte, hier ein Zwischentief. Besser, interessanter ist hier unten das kleine Zwischenlevel mal noch zu nehmen, um die Marke, die runde Marke von 1,20. Und dann kann man sich schön auf der Unterseite bei 1,19, 50, 52 rum orientieren. Also, das an dieser Stelle haben wir da, ist drinnen, das kann man gut zur Planung nutzen. Und damit sehen wir schön den Drehbereich und haben sozusagen beide Level da, uns aufzubauen für die Long-Geschichte. Oder auch den Shortweg zur Unterseite in Richtung des übergeordneten Tagestrends. Damit gehen wir rüber zu den Währungen Neuseeland-Dollar, US-Dollar und dann britisches Pfund, japanischer Yen. So, kurzen Augenblick, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, den hatte ich, bin ich mir sicher schon auf der Uhr hier. Moment, 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 wo ist er hin? Neuseeland-Dollar-Schweizer, da unten haben wir. Zack, zack, zack. So, liebe Leute, der Blick in den Tages. Nö, wir gucken mal kurz in den Wochenchart. In den Wochenchart. Was sehen wir hier? Wir sehen hier, naja, das kann man jetzt nennen, wie man es will. Es wird oben immer abverkauft, das ist Schwäche. Es wird unten immer aufverkauft. Wir haben steigende Hochs, äh, steigende Tiefs sozusagen. Ähm, das ist dann eher ein Zeichen von Stärke. Also, Lesweise hin und her, wenn man beides lesen kann, was haben wir da? Ganz klar, wir verharren hier auf sehr hohem Niveau. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Das ist etwas, das hatte ich ja schon in der letzten, sage ich mal, grob Besprechung, wo ich die Währungsfutures besprochen hatte, schon mal genannt. Wir sind hier momentan in einem Bereich, wo wir doch sehr, sehr weit nach oben gelaufen sind. Und äh, wo wir mittlerweile in ähm, Regionen kommen, ich gehe mal ganz kurz auf den Monat, da kann man es noch ein bisschen besser erkennen, äh, wo wir so langsam aber sicher in Regionen kommen, äh, wo durchaus mit Gegenwehr von ganz, ganz anderen Trading-Größen ähm, äh, ausgegangen werden kann. Und das ist jetzt die große Frage, beziehungsweise das Wichtige, was wir hier an dieser Stelle sehen. Was wird denn hier passieren? Denn äh, ich hatte das schon oft gesagt: Währungen sind nicht wie, äh, wie, äh, wie, wie Indizes, also wie Aktien, äh, wie die Aktienmärkte, wo langfristig Werte generiert werden. Währungen sind immer ähm, zwischen gewissen Markern hin und her unterwegs. Die, die schaffen quasi langfristig keinen Wertzuwachs, sondern die sind quasi nur das Wertaufbewahrungsmittel äh, für das entsprechende Land, für den Zahlungsraum, das Wertgestaltungsmittel. Und da ist es halt so, es schwankt immer hin und her, beziehungsweise wir haben natürlich auch Trends, aber wenn man sich das Ganze im langfristigen Bild mal anschaut, klar, wir sind hier sehr, sehr weit nach oben gelaufen und man hat ja auch langfristig den Weg nach oben, aber man sieht halt diese extrem starken Bewegungen auch immer wieder hin und her laufen. Und das sind die Punkte, wo man jetzt einfach so sehen muss: okay, im extrem großen Bild und das ist jetzt wirklich, wir haben hier einen Monatschart, ja, sind wir natürlich auch schon extrem weit gelaufen, ja, und dieses weit gelaufen zeigt uns halt, wo stehen wir denn? Und wenn wir mal schauen, dass wir hier, ich zeichne es mal ein, was ist es für ein Trend? Ganz klar, es ist mit Sicherheit im ganz extrem großen Bild äh, ein, ein Trend, der nach unten läuft. Und was wir jetzt hier über die letzten ähm, ja, knapp zwei Jahre äh, gesehen haben, ist, naja, knapp zwei Jahre sind es nicht. Die Kerze hier ist, glaube ich, vom März 2020, Februar, März 2020. Ich äh, sehe es hier leider jetzt gerade nicht genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist faktisch so, wir sind. Hier verortet, jetzt können wir mal schauen, das Tief der Kerze hier haben wir gehabt am 1.3. Also das war der März 2020. Also das gesamte letzte Jahr sind wir hier in einem Aufwärtstrend verortet gewesen. Es gab hier über viele Monate nur Steigerungen und jetzt kommt oben dieses Level. Und da ist es nicht ungewöhnlich, dass diese Trends irgendwann halt müde werden und andere Kräfte die Märkte wieder bewegen. Und in die andere Richtung reinbringen. Das ist jetzt mal ganz, ganz wichtig. Und in diesem Zusammenhang spielt halt auch, weil der US-Dollar natürlich hier mit drinnen ist, die Frage eine Entscheidung, wie wird sich denn der US-Dollar entscheiden? Also was macht der US-Dollar mit diesem Währungspaar? Dieser starke Abschwung hier hatte schon sehr viel mit der Schwäche vom US-Dollar zu tun, äh, an dieser Stelle, beziehungsweise dieser Anstieg hier weil wenn der schwächer wird, dann geht der Neuseeland-Dollar halt hier oben rein, nach oben hin, bewegt sich das Ganze und die Währung sozusagen wird hier an dieser Stelle ähm, teurer, das Währungspaar. Ja? Und wenn wir jetzt plötzlich die Umkehrsituation wieder bekommen, dass der US-Dollar schwerer wird, dann bekommt man sozusagen hier den Druck auf der Preisseite nach unten hin. Und das ist die Umkehrsituation, in die wir uns hier momentan, oder in der wir uns befinden. Wir verharren hier auf relativ hohem Niveau. Und wenn wir jetzt noch mal kurz in den Tag reingehen, dann sehen wir halt, dass wir hier schon seit ein paar Wochen sehr sehr hoch seitwärts laufen. Wir haben jetzt hier ein Dreieck und ganz klar, dieses Dreieck kann sich natürlich ohne Probleme nach oben ausloten, aber wir müssen halt immer wieder auch so ein bisschen die Unterseite drin haben. Das heißt, was jetzt hier interessant wird, wäre mal Thema unteres Zwischentief knapp die Marke von 1,70 beziehungsweise wenn wir jetzt mal die kurzfristige Trading Range uns anschauen wollen, die wir hier oben liegen haben, da ist der Deckel drauf grob bei 0,7250. Fliegen wir da oben drüber? Kurzfristig, dann schlängelt sich der Markt weiter nach oben und dann haben wir ganz schnell wieder hier das Zwischenhoch drinnen liegen. Brechen wir allerdings unten drunter durch und jetzt gehen wir mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein. Da sehen wir natürlich auch diese massive Seitwärtsphase in den 4-Stunden, aber. Wir haben an dieser Stelle halt auch die Chance, hier komplett runter zu laufen. Und das würde uns dann in die Situation bringen, dass, wenn wir hier im Kleinen sozusagen einen Abwärtstrend bekommen, ich skizziere das auch hier äh, nochmal ganz kurz rein. Moment, das wollte ich jetzt nicht sehen. Das wollte ich haben. Ich skizziere es mal ganz kurz rein. Wir sind hier nämlich in einer Sequenz drinnen wo wir hier unter ein wichtiges Tief gefallen sind, nämlich hier, das war das Korrekturtief der kleinen letzten Aufwärtsbewegung. Und wenn wir jetzt hier eine Abwärtssequenz bekommen, dann haben wir als Zielmark auf der Unterseite ein paar Level liegen, die durchaus interessant sind und die wir durchaus interessanterweise auch auf der Unterseite brauchen das haben wir da und das ist das, wo wir jetzt ganz genau hinschauen können. Also ähnlich wie ich es gerade im US-Dollar Euro US-Dollar besprochen hatte, fallen wir hier unter das Tief, haben wir einen Gegentrend im kleinen und das könnte durchaus ein Umkehrsignal für die Seite auf der Chartunterseite sein. Das ist der Blick in Neuseeland-Dollar-US-Dollar. -Dollar. Und dann schauen wir jetzt noch auf britisches Pfund-Japanisches-Yen. Und dann kommen wir schon zu den Wunschmärkten. Wie schon gesagt, einen haben wir schon. Das ist das US-Dollar-Japanische-Yen. Wer noch was anderes auf der Uhr hat, gerne rein damit in die Chats. So, jetzt aber britisches Pfund-Japanisches-Yen. Hier äh, wieder viele Linien drin. Wartet mal, ich nehme das mal ganz kurz. Ich mache das mal ein bisschen sauber hier. Wir sehen hier einen Markt, der sehr, sehr, sehr dynamisch auf der Oberseite momentan auch wieder unterwegs ist äh, und schön nach oben durchzieht an dieser Stelle. Äh, und mittlerweile, so wie ich es gerade auch gesagt habe, hier oben in einem doch relativ wichtigen Widerstandslevel angekommen ist. Und da sehen wir entsprechend an dieser Stelle auch genau das Gleiche. Gilt hier wie das, was ich gerade erzählt habe. Das Level hier oben um die Marke, ich sage, ich mache es mal grob: 148, ähm, ist schon ein Level, es hat sehr, sehr viel Markterfahrung bekommen. Und die letzten Versuche seit 2018 über diese Marke drüber zu steigen, sind immer wieder abverkauft worden. Deswegen ist diese Verordnung jetzt extrem wichtig. Denn wenn wir hier tatsächlich oben wieder abprallen, haben wir das Potenzial zunächst erstmal hier unten rein auf die 152, äh 14250 zurückzufallen. Fliegt der Deckel aber weg, nehmen wir es diesmal echt ernst auf der Oberseite. Dann haben wir durchaus Chancen, oben reinzulaufen, denn wir haben hier oben noch ein paar andere Anlaufmarker. Das ist einmal die Marke 149 knapp 70, dann hier drüben das Zwischenhoch um die 153, 80, 154 und dann hier oben dieses Hoch, was wir hier drüben gehabt haben, knapp um das zwischen noch um die Marke von was haben wir 156 60 70 in diesem Drehbereich rum, das ist hier auf der Oberseite interessant. Also das ist eine schöne Verortung, auch sehr sehr explosives Grundgemisch und das schauen wir uns auch mal noch ähm, im äh, kleineren Trend im vier Stunden Trend an und da sehen wir es halt der Markt schlängelt sich schön trendig hier hoch und hier oben wird der Markt so langsam aber sicher müde. Und jetzt kommt es halt darauf an, ähm, was hier an dieser Stelle passiert. Läuft hier auch ein Gegentrend rein? Also das, was ich gerade auch gezeigt habe äh, hier in den vorhergehenden Währungscharts, sollten wir hier, das war der erste initiale Schub, jetzt haben wir hier so eine, naja, mehr oder weniger äh, laufende leichte Seitwärtsphase. Sollte sich das Ganze nach unten entladen, ja, dann haben wir einen Abwärtstrend, eine zweite Abwärtssequenz. Und dann, dann wird es interessant, wo wir ranlaufen können. Die Level auf der Chartunterseite, die wir dann sehen, sind zunächst mal hier ganz klar. Dieses Ausbruchslevel, da haben wir ja auch schön ein Dreieck gesehen hier im Chartverlauf. Das war korrektiv, schön der Ausbruch. Das wäre erstmal hier knapp die Marke von 145. Und wenn das Ganze entsprechend nicht hält, dann an dieser Stelle ganz klar die Unterseite, die Zwischentiefs der Bewegungen. Hier ein kleiner Bereich, 100 knapp. 44, 50 und dann hier das Zwischentief um die 144. Das ist auch ein wichtiger Ausbruchsbereich, ne, den wir hier erstmal haben. Das kann man schön nach unten vortreiben hier. Immer an die Zwischentiefs ran 142, 82. Das kann man sehr, sehr gut planen. Also sollten wir da tatsächlich schon eine Umkehr bekommen, dann wären das mal sehr, sehr interessante Anlaufpunkte auf dieser Seite. So, dann geht es zum US-Dollar, japanischen Yen. Und danach folgt britisches Pfund kanadischer Dollar. So, hier ist der kanadische Dollar, aber im Euro. So, US-Dollar, japanische Yen machen wir gleich. Nein, US-Dollar, japanische Yen suchen wir hier. Da ist er. So, im 15-Minuten-Chart. Wir gucken erstmal kurz auf den Tag. Und hier sehen wir eine Konsolidierung auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Sieht weiterhin sehr bullisch aus, dieser Markt hier an dieser Stelle. Also, er macht mir hier momentan nicht den Eindruck, dass er sehr schwach wirkt. Heißt also an dieser Stelle, ähm, der Markt dringt eher zur Oberseite rauf und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass der US-Dollar wieder an Stärke gewinnt. Deswegen schiebt es den Markt hier entsprechend auch nach oben. Wir sehen hier eine Konsolidierung. Das ist ein schöner Kanal, der hier auch ist. Ich gehe mal kurz in den Stundenchart rein. Da sehen wir es ganz klar, wir haben hier einen Abwärtstrend. Wir testen gerade das große Ausbruchslevel hier um die Marke von naja, knapp 10560 äh, bis äh, 185 in diesem Bereich hier rum, da gehen wir gerade ran, sieht aber wie schon gesagt die Korrektur schön bullisch aus. Sollten wir hier den letzten Kaufbereich, ich mache das mal ganz kurz hier in grün, Moment, mal gucken, ob ich treffe. Nee, ich treffe nicht. Wir müssen mal kurz in den Tageschart reingehen. Wenn wir unter dieses Support-Level hier fallen sollten, dann ist das eine Ausweitung, aber nur eine Ausweitung der Korrektur. Ja? Das heißt, das ist der letzte größere Ausbruchsbereich hier. Ähm, und wenn der jetzt nicht hält, dann bekommen wir aus der relativ flachen ähm, Korrektur eine etwas tiefere. Und das kann man schön planen hier im 4-Stunden-Chart. Da müssen wir uns nur mal auf die letzte Bewegung an dieser Stelle setzen. Und das, was wir hier an dieser Stelle dann sehen, ähm, ist mal ganz klar das Level hier unten. Moment, ich muss mal kurz die Markierung aufheben. Was wir hier dann sehen, wenn es hier runter geht und dieser Bereich hier oben nicht hält, das letzte Ausbruchslevel, die Zwischentiefs. 105 knapp 20, 104 knapp 90 und dann hier unten dieser Drehbereich. 105 ähm, knapp 55. Das wären mal Anlaufpunkte für eine Korrektur. Das wäre dieser letzte Arm, der hier über die letzten Tage nach oben gelaufen ist. Und wenn der bricht, wenn es hier unten drunter rausgeht, beziehungsweise unter die 144. Dann sehen wir uns weiter auf der Unterseite unterwegs. Soweit ist es aber noch nicht. Ich würde jetzt nicht einfach darauf setzen, der Markt fällt jetzt wieder ins Bodenlose, sondern die grobe Richtung ist nach oben gerichtet und das würde ich hier mal definitiv auch auf der Uhr haben. Ein paar Level sind auch mit dabei. So, dann gehen wir zum britischen Pfund kanadischen Dollar und dann fliegt hier gerade noch unser allmorgendlicher Wunsch zum Cable rein. Da schaue ich natürlich auch sehr sehr gerne drauf. Britisches Pfund kanadischer Dollar. So. Da ist er. Also, hier an dieser Stelle, wir sehen es kurzfristig, schöne Dynamik nach oben rein. Im Tag haben wir hier ein wichtiges Widerstandslevel oben. Wir sind hier schön, zur Oberseite auch definitiv unterwegs, aber das Widerstandslevel hier oben ist halt immer noch da. Das müssen wir sehen. Da müssen wir schauen, läuft es drüber oder nicht. Es wäre sehr, sehr bullisch, wenn der Markt hier aus dieser Aufwärtsdynamik raus, oben nur kurz kontrahiert, einen Korrekturtag einlegt und dann nach oben drüber fliegt. Das wäre wichtig. Wenn er das schafft, dann wäre mal der nächste Anlaufbereich hier. Dieses kleine Zwischenhoch hier drüben, grob um die Marke von, naja, ich sag mal knapp 1,78. Und dann ist der Weg nach oben hin frei in diese Hochs hier über die Marke oder um die Marke von knapp 1,80, also 80 bis zum Spike-Hoch hier oben über der Marke von 1,80. Das ist dann offen. Und wir sehen in der kleineren Zeiteinheit hier im 4-Stunden-Chart, sehen wir schon, die Aufwärtsdynamik ist absolut intakt hier in diesem Bild. Der Trend ist da. Auch der letzte Bewegungstrend nach der Korrektur ist absolut intakt. Der korrigiert gerade aus. Hier haben wir auch schön im Kleinen eine korrektive Flagge. Und genau aus dieser Flagge bricht der Markt jetzt aus. Und für diejenigen, die das im Kurzfristbereich traden möchten, wird es interessant, mal die kleinere Zeiteinheit anzuschauen. Denn hier haben wir... Den Ausbruch, der läuft jetzt natürlich sehr dynamisch. Es gibt hier noch keinen Trend. Also hier wird irgendwann wahrscheinlich eine Korrektur kommen. Und dann haben wir schön auf dem Weg nach oben in dieser kleinen Zeiteinheit natürlich noch einen wichtigen Anlaufbereich. Schaut mal, das ist der hier oben. Ein Zwischenhoch bei 1,76 knapp 50. Und dann haben wir hier oben noch was liegen bei 1,76 55 da ist mal was da, was man nutzen kann zur Oberseite. Und dann stehen wir schon oben im Widerstand an den Zwischenhochs hier drüben um die Marke von 1,76. Was war denn das hoch hier oben? 1,76, ähm, 65. Ne? Da oben haben wir es. Da geht es rein, da ist eine Menge Potenzial da. Und wenn wir jetzt hier einen Trend bekommen, das heißt, wenn wir jetzt hier ein bisschen Korrektur sehen, wie es jetzt so leicht anfängt, und wir dann wieder hochgehen, haben wir hier einen Aufwärtstrend und der kann dann schön die oberen Seiten anlaufen. Sehr gut gesehen, schöne Frage, das britische Pfund im Cannes-Dollar Und dann gehen wir jetzt auf. Britisches Pfund US-Dollar. Auch das sehe ich natürlich sehr, sehr gerne hier jeden Morgen an. Weiß halt, interessantes, da spielt echt ordentlich Musik drinnen äh, an dieser Stelle. Der Tag, wir sehen es, er strömt nach oben hin. Auch hier, ich räume mal ganz kurz. Den Chart ein bisschen aus, ist im Korrekturmodus zur letzten massiven Aufwärtsbewegung hier drinnen. Also wir sehen das hier an dieser Stelle sehr, sehr schön. Wir sind oben reingelaufen. Ich mache mal kurz die Woche an. Da sehen wir hier, das ist Widerstandslevel um die 1,39,70. Das war dieser Drehbereich hier oben. Das sind aber kleine Dinge, deswegen sieht man das in der Woche nicht so. Aber wir sind halt hier aus der Aufwärtssequenz unten drunter durchgebrochen. Deswegen grob über den Daumen die 1,3970. Jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, wenn wir uns diese Wochenkerze. Anschauen, was hier draus wird. Fallen wir unten drunter, das heißt, kriegen wir hier eine schwarze Umkehr oder eine schwarze Kerze in der Woche, ist das ein Umkehrsignal, wo wir sehen könnten, okay, wir haben erstmal den Weg nach unten wieder geöffnet. Wird das allerdings wieder eine Aufkaufkerze, wird es interessant, was oben am Widerstand passiert. Für diejenigen, die es kurzfristig traden wollen, und Holger, ich glaube, äh, du hast das Ganze wirklich kurzfristig auf der Uhr mit dem Trend, mit dem Aufwärtstrend im kleineren Bereich, in den vier Stunden, ist momentan alles in Ordnung. Ja? Der Trendet weiter hoch. Wir kommen jetzt hier gerade aus der Korrektur raus, Das heißt, wenn das Kleine auch die Richtung vorgibt, hier an dieser Stelle haben wir hier mal die, die, äh, die obere Sequenz, also das heißt die Trendhochs, die abfallende Trendlinie. Da sind wir jetzt drüber gelaufen und wenn wir jetzt tatsächlich auch hier wieder im Kleineren mal auf die 15 Minuten schauen wollen, da sehen wir ganz genau das, was ich gerade in der anderen Währung erklärt habe. Hier hatten wir den Ausbruchsversuch oben drüber. Dann kam es zur Korrektur und wenn wir jetzt hier über dieses kleine Zwischenhoch drüber laufen, dann haben wir im Kleinen einen Aufwärtstrend am Laufen im 15-Minuten-Chart und der hat dann die Chance, an die Zwischenhochstrand zu laufen. Und die sind hier mal namentlich oder zahlenmäßig benannt grob die 1,38,85. Dann haben wir hier oben drinnen liegen die 1,39 in etwa und dann haben wir hier diese kleinen zwinglos beziehungsweise auch die etwas höher gelegenen. Ich ziehe es einfach nur mal ganz kurz ran, ähm, damit kann man gut erkennen, was man hat hier die 39.20, 39.34 und 39.41. Und dann stehen wir schon hier oben drinnen. Und wenn wir da oben drüber wegfliegen, ist das die Trendfortsetzung im Vier-Stunden-Chart. Das wäre mal ganz, ganz klassisch der Weg nach oben. Und jetzt, aufgepasst, sollte es allerdings dazu kommen, dass wir nicht bestätigen, Holger. Dann sieht es eher nach der Unterseite aus und dann müssen wir schauen, was passiert. Die Umkehr nimmt dann zuerst das kleine Zwischentief hier bei knapp 1,3840 in, äh, in, in, in seine Funktion und da unten drunter liegt das aktuelle Zwischentief hier. In der korrektiven Phase. Und wenn wir dann unter die 1,38,30 fallen sollten, dann sieht so aus, als wenn wir weitere Korrekturausweitung bekommen. Dann haben wir hier den Trend in den vier Stunden nach unten laufen, den kleineren erstmal. Und da wird es dann wichtig, was passiert hier. Da sehen wir das Korrekturlevel hier unten, das Trendtief, das haben wir hier unten liegen, grob um die Marke von 1,37,75 hier unten. Das wäre dann wichtig. Da sollten wir nicht runterfallen. Wenn das passiert, ist dieser Aufwärtstrend nämlich raus und dann wird es deutlich Korrektur nach unten geben. Aber momentan macht der Markt nicht diesen schwachen Eindruck, sondern hier sieht es eher etwas nach der Stärke aus. Das ist der Blick in äh, britisches Fund. Und damit sind wir zunächst erstmal durch, auch mit allen Fragen. Ich denke, man habe hier nichts vergessen. In äh, Zoom kam auch nichts weiter rein. Das heißt, an dieser Seite sage ich danke für das Zuschauen. Ich freue mich schon auf morgen. Morgen da sind wieder einige wichtige Informationen auch auf der Uhr. Wir kriegen wieder schöne Handelssetups. Also es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend. Ich bin auch gespannt, was die ähm, EZB heute bringt, wie das auf die Märkte wirken wird. Deswegen ist es gut, da hinzuschauen. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche allen erfolgreiche Trades und wir sehen uns morgen wieder um 8.30 Uhr live hier bei Tickmill oder wer den Stream über die Investorschule schaut, gerne auch dort mit reinzuschauen und damit. Fertig für heute. Bis dahin allen einen erfolgreichen Handelstag und Tschüss.